würde ich mit euch ganz gerne einmal ganz kurz die Strecke durchgehen. Nur, dass ihr sie schon mal gesehen habt, okay? Ich werde sie jetzt nicht komplett fahren, sondern ich werde sie schnell überfliegen. Nur, dass ihr eine Orientierung habt und wisst ungefähr grob, was auf euch zukommt. Denn glaubt mir, auch wenn ihr es wisst, ist es schon fies genug. Also, die grüne Linie ist die Startlinie. In diesen Containern befinden sich eine ganze Menge Factory Cards. Ihr müsst nicht das ganze Inventar damit vollnehmen. Es reicht, wenn ihr, weiß ich nicht, 5 bis 10 Stück mitnimmt oder so. Aber letzten Endes ist es ein bisschen euch überlassen. Dann geht es hier runter. Über die Rampe der Strompenöpel. Dann über die Rainbow Road. Dann geht es hier um diese Kurve. Könnt ihr euch halt überlegen, wie ihr die am besten nehmt, ne? Hier geht es wieder zusammen. Über ein tückenreiches Glasfundamentenfeld. Dann eine leichte Rampe hinunter. Mit ein paar Hindernissen. Über die Schräge mit Glasfundamenten. Ein Sprung. Die Pfeile bieten Orientierung. Es geht nach dem Sprung nach links weiter über ein bisschen Felsen. Hier vorsichtig runter diese Rampe. Geradeaus. Ihr bleibt hier oben, ne? Das da unten, die Fundamente sind nur zur Sicherheit, dass ihr nicht abstürzt, also dass ihr nicht ganz runterfallt. Hier entlang um diese Kurve. Nach oben. Hier oben kurz auf den Felsboden. Ihr müsst eine dieser beiden Rampen nehmen, um hier auf die nächste Felsbodenebene zu kommen. Vorsichtig diese Steinrampe runter, nach rechts rum, durch den Wasserfall, einmal hier drunter durch, unten aus dem Wasserfall wieder raus, mit einem langen Sprung in diesem Kreis landen. In dem Kreis aussteigen aus dem Factory Cart, über dieses Geländer rüberspringen, ins Wasser, aufpassen, dass ihr das Wasser trefft, okay, da unten ist noch eine Insel, ins Wasser springen, rüberschwimmen und euch einen Explorer nehmen. Mit dem Explorer den Pfeilen hinterher durch die Wüste, hinten um den Space Elevator herum und dann wieder zurück auf der anderen Seite. Da hinten ist noch ein Pfeil, der die Orientierung gibt. Hier entlang um den Space Elevator herum und dann hier rüber. Da müsst ihr überlegen, welchen Weg ihr am besten über das Stück Wasser hier nehmt. Rein in den Canyon. Weiterhin durch den Canyon entlang an einem kleinen Tümpel. Ist natürlich nicht wie bei Mario Kart. Es gibt kleinere Abkürzungen, es gibt kleinere Optimalstrecken irgendwie, die ihr nehmen könnt. Aber so kommt ihr nicht mehr weiter außen rum. Runter nach dem Canyon ins Wasser. Hier wird der Explorer geparkt. Ihr könnt meinetwegen auch noch weiter ins Wasser reinfahren. Und dann an dieser Mauer, die kommen meistens erst relativ spät ins Sichtfeld, habt ihr Leitern. Hoch die Leitern auf das Fundament und da habt ihr nochmal 3 Kisten zu stehen, in denen jeweils wieder Factory Cards sind, falls ihr schon so viele verloren habt bis dahin, dass ihr neue nachholen müsst. Und dann natürlich wieder entsprechend den weißen Fundamenten hinterher. Über den ersten Sprung, zweiter Sprung, runter und dann erstmal den Fundamenten folgen. Es gibt hier 2 Wege, 2 Gabelungen. Erstmal geht es hier hoch. Ich sage euch einen kleinen Tipp, seid vorsichtig beim Fahren. Hier wieder runter, Sprung und dann könnt ihr euch entscheiden, ob ihr links oder rechts fahrt. Die Wege sind unterschiedlich, die haben unterschiedliche Eigenschaften, unterschiedliche Anforderungen. Der eine ist ein bisschen länger, der andere vielleicht ein bisschen fieser. Dann geht es entweder da hinten lang und dann kommt ihr dort an. Oder ihr geht hier auf der linken Seite, fahrt hier auf der linken Seite entlang. Dann landet ihr in diesem Bereich. Und dann könnt ihr euch entscheiden, ob ihr entweder den weißen Weg über die Rampen nehmt und dann über die Sprungpads mit dem Factory Card durch diese Öffnungen durchfliegt und dann da oben auf der Plattform landet. Oder ihr fahrt außen rum, wenn euch das zu heikel ist und versucht dann mit dem Factory Card über diese beiden Konstruktionen auf die schräge Rampe hier nach oben zu springen. Ist euch freigestellt, was ihr für sinnvoller haltet. Wenn ihr hier oben angekommen seid, geht es weiter geradeaus. Den Parcours entlang könnt ihr eigentlich dann nicht mehr verfehlen, deswegen habe ich auch nicht mehr weiß markiert. Die Slalomrampe hoch, da findet jeder dann wahrscheinlich auch mal irgendwie seinen eigenen Weg, ne? Durch einen Looping, ne, mit dem Factory Card entsprechend hier anfahren und dann gucken mit dem Looping da zur Seite. Jeder, der mal Trackmania gespielt hat, der weiß, worum es hier geht. Auf der anderen Seite aus dem Looping wieder raus. Und dann kommen wir ins dezent sonnenbestrahlte Zielareal, bei dem die Herausforderung auch darin liegt, die Strecke überhaupt sehen zu können. Ihr könnt euch an dem Punkt entscheiden, ob ihr die Linkskurve nehmt, darüber springt, über die beiden, einen der beiden Gehwege oder geradeaus weiterfahrt und darum springt. Dann folgt ihr entsprechend den Wegen über die, ja, über die Gehwege nach oben, da wieder Vorsicht geboten. Links und rechts nimmt sich nicht allzu viel und am Ende kommt die oben zusammen und es geht hier durchs Ziel. Zieldurchfahrt ist genau dieser Bogen. Dementsprechend die Frage, seid ihr bereit? Dann zähle ich im Spiele-Chat runter mit 3, 2, 1. Sobald ich die 0 tippe, fahrt ihr los, okay? 3, 2,
Eins. Und los. Nice. Und sie heizen los. Die erste Runde des Tricky Grand Prix beginnt. Die Rampe der tödlichen Elektrizität hat schon erste Opfer gefordert. Aber ganz vorne, wen sehen wir da? Ich kann es nicht erkennen, weil es auf dem Kompass nicht angezeigt wird. Sie drehen sich, sie spinnen. Irgendjemand ist hier schon an der Kurve angekommen. Ist das Satro? Ich glaube ja. Auf der einen Seite ist Satro an der Kurve angekommen. Auf der anderen Seite, oh, da gibt's die ersten Downfalls. Wenn ihr runterfallt übrigens, steigt aus, nehmt das Factory Card mit und sucht nach der nächstgelegenen Leiter. Es bringt euch immer eine Leiter wieder zurück auf die Rennstrecke. Wen haben wir vorne? Ist das Schabernack? Die eingefahrenen... Oh, und da haut Schabernack runter. Fies, die letzte Öffnung im Boden. Schön vorsichtig, Düne. Gibt sich hier ganz vorne ein Rennen. Mit der Namenanzeige ist schwierig. Oh, der Sprung hat geklappt. Wer haben wir denn hier? Es ist Crashback. Crashback an zweiter, dritter Position. Da putzen sie. Wow, und da geht Crashback daneben, neben die Rampe. Ich muss bei den vorderen bleiben, ich muss gucken, was hier los ist. Oh, da purzelt da runter. Den haben wir hier. Satro hat die Rampe leider nicht ganz geschafft. Die ist auch schon wieder im Kreis. Muss ich... Chris ist im Kreis, macht den ersten Sprung, aber... Knapp gefolgt von, ich kann's nicht sehen. Einfach mal rückwärts hier. Von Matze, glaube ich. Chris und Matze, genau, sind als erstes in den Explorern. Fahren los. Oh, die Höhle. Der Rest folgt. Die Höhle ist ja der Hammer. Da hinten sprang gerade ein Explorer hoch. Er hat anscheinend, einer von beiden hat versucht, die Sprungpads zu nutzen. Hier kommt er schon. Wer ist vorne? Chris ist vorne sogar. Natürlich. Matze backt. Das ist schlecht, aber ich sag mal so, das ist Kollateralschaden bei diesem Spiel. Chris ganz vorne, ich verfolge den Erstplatzierten. Boah, ich sehe die Bäume hier nicht im Wald. Ist schlecht. Hat den ersten Sprung gemacht. Beim Dunkeln ist wahrscheinlich nochmal ein bisschen fieser, ne? Zweiter Sprung hat nicht ganz geklappt, ging ins Wasser. Wischt sich wieder raus, fährt weiter. Musst du neu spawnen? Ging nicht einmal mit Factory Card entfernen und neu machen? Oder war es komplett mit deiner Figur? Oh, und Chris nimmt die Schanze zu hart. Fällt runter. Weit zurückgesetzt. Jetzt ist die Chance für das restliche Feld aufzuholen. Wieder Boden gut zu machen. Chris muss jetzt sowohl... Ach so, das ist natürlich fies. Chris lässt gleich sein Factory Card hinten stehen, spawnt das Factory Card ungünstigerweise in die Rampe rein, sodass Card ein bisschen hängen bleibt. Wir kennen's. Es ist fies. Wenn ihr eure Factory Cards auf den Boden legt, versucht es nicht an einer Rampe zu machen, da hängen die meistens fest. Jetzt wird ein bisschen mehr Vorsicht hier walten lassen. Ja, auch ein einziger Powerpole kann zu einer Behinderung werden. Wenn er mitten im Weg steht. Und da kommt schon der Zweitplatzierte. Wen haben wir da? Crash sogar als auf zweiter Position. Dicht gefolgt von Düne. Der hängen bleibt. Mist gebaut hier, Alter. Crash auf seiner eigenen Kreation. Spinnt sich umher. Muss Boden gut machen. Muss kämpfen. Während Chris Anlauf nimmt. Um über den ersten Sprung rüberzukommen. Er hat's geschafft. Dreht sich, kippt um. Crash fährt gegen den nächstmöglichen... Ach nee, doch nicht. Schafft den Sprung nicht! Muss die nächste Leiter suchen. Düne nimmt Anlauf. Und wer kommt da? Satro, glaube ich, oder? Ja, aber beide schaffen es nicht. Die Powerpoles sind total die Endgegner hier, habe ich das Gefühl. Auch echt. Geil, und da wieder... Die Sprünge übrigens, Chris und Co., die so knapp getimed sind, bei denen könnt ihr euch alle... Für die könnt ihr euch alle bei Crash bedanken. Das ist ja alles Crash-Sache. Die Sprünge hier brauchen maximalen Anlauf. Das ist natürlich auf dieser Größenordnung schwierig. Ich werde mal herausgewählt, das sehe ich jetzt schon. Aber gerade so. Den Sprung schafft er und dann aber kommt... Oh, dann kommt für Düne noch die Schräge. Aber die Kacke, ganz knapp. Langsam säuft das Factory Card ab. Eine fiese Nummer hier. Chris und Düne kämpfen beide. Oh, Chris fällt komplett runter.
Chris hat den Punkt erwischt, wo kein Meeresboden drin sind. Wir kämpfen nicht nur mit der Map, sondern auch noch mit der, naja, mit der Map. Also nicht nur mit dem Gebauten, sondern auch mit der Map-Struktur an und für sich. Ich versuche doch hier noch ein bisschen was zu reißen. Oh, oh. Krieg ich das hin? Komm schon. Was hab ich denn jetzt gemacht hier? Oh, ich glaube, tatsächlich, Düne hat die Führung da hinten. Matze ist draufgegangen an irgendeiner Stelle. Ich sehe seinen toten Avatar da hinten nur. Sind wir schon... Oh, Düne ist bei den Sprungpads angekommen. Oh. Aber er ignoriert die Sprungpads. Er will sich da gar nicht drauf einlassen, sondern nimmt lieber den Overhead-Looping und steht ihn beim ersten Versuch. Er landet oben, hat damit die deutliche Führung vor dem gesamten Feld. Aber ich sehe zwei weitere bei den Sprungpads angekommen. Drei sogar. Es ist chaotisch. Chris und, wer war noch? Alter, Lukas, hast du mir die Karre geklaut, du Sau. Wer ist da unten noch? Alter! Ich pack das Teil aus und er steigt ein, haut ab. Ich kann den Namen nicht erkennen. Folgen mal Düne hinterher, weil der hat jetzt... Was ist denn hier? Ist ja hier Carchecking, Junge. Lukas, gerne. Das ist natürlich auch eine Art und Weise der Behinderung, ne? Nee, das ist eine Art und Weise, sich für die Strecke zu bedanken. Und hier steckst du ein. Technikboy ist da. Und wen haben wir hier? Satro. Die Ziele ist perfekt belichtet. Oh, und da purzelt. Da ist er, Düne purzelt gerade aus dem Looping raus. Muss leider wieder zurück, ist jetzt gleich auf mit Satro. Und der Erste hat es durch den Looping geschafft, da hat es einen Pole-Position-Wechsel gegeben. Wen haben wir denn hier? Ich kann es nicht erkennen, das ist zu hell. Chris ist wieder auf der Ersten. Nimmt den Sprung und landet ihn sogar. Und jetzt kommt hier... Oh, scheitert dafür aber an der ersten Schanze. Fieserweise muss jetzt ein paar Meter zurückgehen, um die nächste Leiter zu suchen. Alter. Chance wieder für die Ersten im Looping aufzuholen. Da war die Naruto Rennanimation bei Chris gerade. Das ist super. Ich liebe das. Es müsste nur eine Möglichkeit geben, dass ich schneller bin mit dem Satro-Hilfe. Dass ich schneller bin mit dem Dings. Oh, und Chris landet die zweite. Bist unten? Oh, und da purzelt aber noch ein Factory Card ganz runter. Beim Looping. Bist ganz unten gelandet? Was sind denn Fahrzeuge hier? So, Zielgeraden Einfahrt. Dann haben wir da. Schabernack hat den Sprung anscheinend noch nicht geschafft. Technic Boy ist drüben. Und auch da haben wir. Schabernack hat's jetzt. Nee, das ist Lukas. Schabernack hat's auch rüber geschafft. Wie sieht's im Ziel aus? Haben wir schon jemanden? Noch niemand? Doch, da ist er genau. Chris ist eingefahren. Chris als Erstplatzierter. GG, mein Lieber. Oh, GG. Der erste Sieger des Trigi Grand Prix. So, und jetzt wird es natürlich spannend. Wie sehen die weiteren Positionierungen aus? Hier kommt ganz vorsichtig, kämpft sich Lukas hier hoch. Das mit dem Licht ist, glaube ich, echt ein bisschen übel hier. Technic Boy und Lukas, Technic Boy der Zweite. Lukas als Drittplatzierter durchs Ziel. Dann kommt als Vierter Satro ganz vorsichtig den Bereich hoch, findet die Zielgerade und Sprung rein. Traumhaft. Der rechten Seite von mir aus gesehen. Dein Auto war gut. Das ist alles gut. Bitte, bitte, Lukas, bitte. Und dann Schabernack auf Platz Nummer 5. Sofern er jetzt hier die letzten Meter... Oh, Vorsicht, das hätte... Oh, ich kann schön, hat er geschafft. Wunderbar. So. Traumhaft. Ihr seht dann, wenn ihr wollt, geradezu eine Hypertube. Wenn ihr die nehmt, landet ihr wieder am Hub. Könnte ich natürlich auch gerne hier ein bisschen weiter die Lichtatmosphäre zu Gemüte führen. Ich habe Bauchschmerzen vom Lachen. Ich bin überfettigt aus. Ist mir los. Das ist richtig, dann ist geil. Nein. Dieser Looping. Ihr könnt gerne die Factory Cards mitnehmen, wenn ihr wieder zum Hub zurückfliegt. Dieser Looping, ne, der regt mich auf. Backdraft kommt an der Rampe nicht weiter. Frage ist, an welcher Rampe? Nehme ich alle mit hier. Ich nehme Crash, alle ist, mit. Crash ist auch schon im Bereich des Zieleinfahrt, ne? Ich? Lukas, nee, ich bin da am Looping. Ach, du bist noch am Looping hier? Achso. Mhm. Ich hab ja gesagt, der Looping geht mir auf den Sack.
ein bisschen Zeit zum Üben jetzt. Ja, schauen wir mal, wie Backdraft und Matze sich noch schlagen hier. Nee, da brauchst du den vollen Anlauf. Backdraft, da musst du voll Gas geben drüber. Volle Granate. Hinten. Matze kämpft auch noch ein bisschen. Den Springen und jawoll, schön. Oh, 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 dreimal gedreht, aber hat funktioniert. Nee, Vorsicht. Hohohohoho. Sehr gut. Und noch ein Sprung und er war ein bisschen zu optimistisch. Aber da hat er gleich die Leiter daneben. Kann sie gleich die Leiter da neben der lila Lampe nehmen. Und Backdraft hat's geschafft. Nice. Nein, GG. Warum? Über den Sprung rüber. Hier fiese Ecken. Bass, moin, moin. Schafft er. Und da war ein bisschen zu wenig Schwung dahinter. Sehr schön. Oh, Matze. Oh, 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 knapp. Knapp. Oh nein, er fällt ganz runter. Oh Gott. Im Ziel blendet das? Ach, Quatsch. Nee, das glaube ich gar nicht. Schön Gerücht. Das ist Quatsch. Und Backdraft kommt jetzt gut voran, macht Boden gut. Nächster Sprung. Schafft er auch. Sehr schön. Landet und kann sogar weiterfahren. Sehr gut. Letzte Rampe. Letzter Sprung. Und er genau wie macht. Er macht den gleichen Fehler wie Matze. Und fällt auch ins Bodenlose. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Matze hat kein Auto. Wo bist du, Matze? Da, dann gebe ich dir eins. Moment. Er springt ja schon von alleine. Moment. Oder wenn du willst, kannst du den Weg auch zu Ende gehen. Jetzt ist ja eh nicht mehr so dramatisch. Aber wenn du möchtest, gebe ich dir natürlich gerne noch hier. Jetzt ganz langsam. Welche? Langsam. Mensch, fahr langsam! Rash kämpft auch noch ein bisschen mit der Zieleinfahrt. Hier kommt Backdraft über den Sprung. Das erste sehr Mal, schön. Dass ich hin so weit komme. Nailed it. Einmal hier durch und dann nicht ganz. Nicht ganz. Oh, an der Kante. Übel. Übel. Ich glaube, Matze hat sich dazu entschieden, den Weg weiter zu gehen. Resignation vor dem Factory Card. Oh, na endlich. Na, na, rein ins Ziel. Verdammte, jetzt bin ich auch im Ziel. La. Danke, Technikboy, danke. So, jetzt der Kampf hier mit der Rampe. Oh, nee, Sandro ist das. Eventuell muss Backdraft es auf der anderen Seite versuchen. Und, aber da nochmal, kommt da und er. Oh. Ganz knapp. Er versucht es auf der anderen Seite. Sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Bleib dran, Digga. Jawohl. Bleib dran. Ich habe eine Weile gebraucht, bis ich hochgekommen bin. Also generell ins Ziel. Sehr gut. Jetzt geht's los. Schon was. Backdraft greift an. Kommt jetzt an die Slalom-Rampe. Muss herausfinden, was der beste Weg ist. Nimmt sich den ersten Stromposten. Nimmt sich den zweiten Stromposten. Den dritten kann er umschiffen. Sehr gut. Und jetzt am Looping. Wird er links oder rechts fahren? Er nimmt die linke Seite und nailt den Loop. Na, fast beim ersten Mal. Du hast auch die Wahl, wenn du möchtest, du musst jetzt den ganzen Weg nicht mit dem Factory Card fahren. Wenn du Bock hast, kannst du es natürlich gerne tun, aber ansonsten Backdraft kannst du auch gerne mit dem Hoverpack bis ins Ziel fliegen. Und er versucht da außen entlang an den Pfeilern vorbei, gerade so. Neuer Versuch. Im Looping, andere Seite und... ich hab's nicht gesehen, er hat's geschafft, er ist durch den Looping durch. Weiter jetzt geht's. Nicht nur gegen die Herausforderung der Strecke, sondern jetzt auch noch, wenn Schabernack da ist. Ja, auch noch gegen Blaupausen von irgendwelchen Maschinen. Er nimmt die Strecke geradeaus weiter über die Schanze und ach, ganz knapp darüber. Ganz knapp fliegt er vorbei. Wir feuern Backdraft ein bisschen an und auf geht's. Jawoll, sehr nice. Lass Backdraft das mal noch ganz in Ruhe zu Ende fahren, bitte. Nicht jetzt hier mit irgendwelchen Blaupausen zwischendrin. Soll ja nicht albern. Ah, die erste Hürde hat er gut genommen. Schön vorsichtig fährt er hier hoch, die Gehwege. Und dann auch nochmal. Genau, er hat gleich erkannt, wie das hier läuft.
Wunderbar. Sehr gut. Letzte Schräge und dann Zieleinfahrt. Nice! GG! Alle haben es das Ziel geschafft. Damit ist der erste Trigi Grand Prix beendet. Herzlichen Glückwunsch. Nicht aufgegeben, genau, das ist richtig. Nice, super. Nicht aufgegeben, ja. Echt gut. Alle ins Ziel gekommen bis jetzt, ja? Alle ins Ziel gekommen, ja Mann. Dann nehmt gerne noch das Factory Card mit, beziehungsweise ich schmeiß es mir hier ins Inventar und dann rein in die Hypertube, zurück zum Hub.